Alle zu meinem Aussteigerkanal, das ist das Windvideo. Da wollte ich euch nur mal zeigen, wie viel Wind es hier geben kann. Jetzt ist er gerade ruhig, aber er kommt mit Sicherheit zurück. Ich habe auch hier jetzt ein bisschen eine Camouflage gebaut. Ist noch nicht fertig. Kommt aber noch. In der Nacht hat es mir bei meinen Eisenseilen die Haken fast rausgezogen. Jetzt habe ich halt so einen lächerlichen Stein da drauf gelegt. Sagen, weil hier besteht ja eh nichts, weil so viel Wind ist. Meine Solarpanels sind jedenfalls nicht weggeflogen. Und den Draht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, die Sonne steht schlecht. Windig. So, die ganze Nacht war ein Sturm. Es war echt laut. Der Draht hat gepfiffen auf meinem Dach. Jetzt scheint es eher harmlos zu sein. Es war jetzt gerade so heftig, dass ich mir gedacht habe, das muss ich aufnehmen. Das glaubt mir kein Mensch. Wie es hier bläst. Ich habe sogar meine Satellitenschüssel festgebunden. Ich habe sogar meinen Ofen an. Und das tagsüber, mein Gott. Hier, Satellitenschüssel festgedrahtet. Die sind immerhin noch oben. Beim letzten Sturm war die runtergeklappt. Das ist jetzt nicht so aufregendes Video. Ich wollte euch eigentlich jetzt diese Sturmböen filmen, aber jetzt bleiben sie gerade aus. Es ist schon Wind, aber nicht so heftig. Das ist so laut. Dieses Ding hat diese komische Lampe hat es hin und her geschleudert. Die muss ich jetzt nochmal runternehmen. Und der Baum, an dem Baum sieht man schön. Schon unangenehm. Es ist wirklich kalt, Leute. Wie kalt es ist. Unter 10, 7, 7 Grad. Mit dem Wind fühlt sich an wie 0 Grad für mich. Jetzt wird es wieder ein bisschen stärker. Schweinekalt. Ich will es euch nochmal zeigen, dass sowas hier auch gibt. Und wenn man sich nur noch verkriegt, ist ja alles eigentlich sehr, sehr nah am Atlantik und die Grenze an Europa, also der wilde Westen von Europa. Und ist ja auch nah am Meer, also 150 Kilometer. Kalt, Leute. Ich gehe wieder rein zu meinem Feuerchen. Ich mache euch demnächst mal auch ein Video von meiner Kiste hin. Also tschüss, ist kalt.